das merken Sie sehr schnell bei ihm, dass er Glück in der Kinderzeit kennengelernt hat oder meint es kennengelernt zu haben. Und das lässt er sich nie wieder ausreden. Und das hat wohl sicher zu tun mit seiner Mutter auch, die er, eine Sängerin, wie Sie wissen, die er den Namen Adorno hier hineinbringt. Das ist die Tochter eines korsischen Generals, der hier in Gefangenschaft war, hier in Bockenheim, in Frankfurt. Und als er durch die Straßen ging, als Gefangener mit Freischein, lernte er eine Bockenheimerin kennen. Ja. Und deren Kind, die hatten ein Kind, das wurde Sängerin und sang eigentlich nur Königin der Nacht und das Waldvöglein aus Siegfried. Das sind die extrem höchsten Koloratursoprane und reiste von Riga bis Paris in diesen beiden Rollen hin und her. Eine bewunderte Mutter, die dieses Wunderkind jetzt so liebte, wie die Mutter dieses Wunderkind liebte. Frau eines Weinhändlers, der so mehr auf Durchschnittsweine sich spezialisiert hatte, Massenweine. Mhm. Das ist also ein Gegensatz durchaus. Er hat seinen Vater, er hat nie mit dem gleichen Respekt oder Zuneigung von seinem Vater gesprochen, dem Wiesengrund, wie von seiner Mutter, der Adorno. Mhm. Und er muss also in Beziehung zu seiner Mutter Glück kennengelernt haben. Mindestens die Sehnsucht, ja, die dann überraschende Erfüllung findet. Und sehr vieles jetzt ist Rekonstruktion solcher Momente. Mhm. Und wenn man, sehen Sie, es gibt Physiker, die können auf also Mikrosekunden, ja, die Plasmaphysik beherrschen, ja, oder irgendetwas anderes beherrschen. Und daraus hin nehmen sie die Gewissheit, für die eine ganze naturwissenschaftliche Entwicklung gerade stehen muss. Und so ähnlich ist es in den Geisteswissenschaften oder in der Philosophie doch so, wenn sie an irgendeiner Stelle ein Glück erkannt haben, ja, dann wissen sie, dass es das gibt. Das kann ihnen die ganze Realität nicht wieder ausreden. Und die Realität hat als Realitätsprinzip in uns, ja, und als umbauter Raum in unseren Städten oder in unseren Gesellschaften, als verbauter Raum, eine ungeheure Überredungskraft, dass es diese ganzen Kinderzeiten nie gegeben hätte, ja, und manchmal auch, dass es sie nie geben möge, denn sie können ja chaotisch werden, ja, und hier tritt Adorno als Ungläubiger heran. Es ist eine zweite Säkularisierung eigentlich, die er predigt, ja, man kann nur an das Glück glauben, sonst kann man nicht weiterleben.